Das Jahr 2023 ist auch bald zu Ende und ich möchte mich auch für einiges bedanken, was in diesem Jahr hier passiert ist. Das Jahr 2023 war zwar nicht ganz perfekt, aber ich habe in diesem Jahr so viele neue Leute kennengelernt, die mir so krass wichtig geworden sind und ich habe eine so krass große Community aufgebaut, was auch immer, die mir auch so krass ans Herz gewachsen ist. Und ja, und als erstes würde ich mich dann bei euch bedanken, weil, I mean, oh mein Gott, Leute. Wir haben innerhalb eines Jahres so viel aufgebaut und das hätte ich alles nicht ohne euch. Ne? I mean, ihr seid so eine wundervolle Community. I mean, wir haben die 40k. Und ihr steht halt auch immer hinter mir, egal was für cringing Content ich mache oder gemacht habe. Wir reden nicht über meine früheren Videos. Ja. Und ich wollte einfach nur mal Danke sagen. Und dann kommen wir auch mal zu meinen Real-Life-Freunden. Und ein paar von ihnen kenne ich jetzt schon seit 7 Jahren. Und ich hoffe, unsere Freundschaft wird noch länger halten als 7 Jahre. Und dann habe ich noch ein paar andere, die ich erst seit 2023 neu kennengelernt habe. Aber sie sind mir auch schon so krass ans Herz gewachsen und ich vertraue ihnen zu 100%. Und ja. Ja, ich bin einfach so dankbar, sie zu haben. Und jetzt kommen wir mal zu meinen Internetfreunden. Ich habe vor 2023 nicht so viele Internetfreunde gehabt, aber jetzt habe ich einfach so unfassbar viele und das eigentlich alles nur dank YouTube. Wenn ich nicht mit YouTube angefangen hätte, hätte ich niemals so viele Internetfreunde und so viele von ihnen sind mir so krass wichtig geworden. Und ich bedanke mich jetzt einfach mal an einige von ihnen. Und viele kennen sie bestimmt, das ist nämlich Hannah, meine IVF. Und sie ist auch mir so krass wichtig geworden, ich könnte gar nicht mehr ohne sie leben. Sie ist einfach einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben geworden und ich will sie einfach nie verlieren. Wir haben in letzter Zeit zwar nicht den besten Kontakt, aber ich hoffe, das wird sich in 2024 noch ändern. Und ja, dich lieb, Hannah. Und jetzt kommen wir auch mal zu Toni. Und Toni ist mir auch einfach so unfassbar krass wichtig geworden. Sie ist halt auch immer für mich da und ich will sie auch nie verlieren. Sie ist einfach eine so unfassbar sympathische Person und ich finde es so krass, dass ich mit ihr befreundet bin. Ja, hab dich auch lieb, Toni. Und die nächste Person ist Aljana. Ich und Aljana haben zwar in letzter Zeit auch nicht sehr viel Kontakt, aber ich hoffe, das wird sich in 2024 auch noch ändern. Und sie ist einfach ein so wichtiger Mensch und ich kenne sie schon so lange, ne? Und sie ist einfach ein so unfassbar sympathischer Mensch und sie ist halt auch immer für mich da. Und ja, hab dich lieb, Aljana. Und die nächste und letzte Person ist Fiona. Und die meisten kennen bestimmt Fiona. Und Fiona ist einfach, oh mein Gott, sie ist einfach so sympathisch. Und ich lieb's mit ihr zu tellen und zu spielen. Wir haben zwar in letzter Zeit auch nicht so viel Kontakt, aber ich hoffe, das wird sich in 2024 ändern. Und Fiona ist auch einfach ein so wichtiger Mensch für mich geworden. Und ja, hab dich lieb, Fiona. Ich habe auch alle anderen EFs von mir ganz doll lieb. Und ja, da möchte ich mich noch an meine Familie bedanken. Sie waren halt immer hinter mir und auch als ich mit YouTube noch klein war, haben sie mir auch immer geholfen. Und ich bin ihnen einfach so dankbar dafür, dass sie immer für mich da sind und ich könnte einfach nicht ohne sie. Ne? Und ich finde, 2023 war einfach ein so krasses Jahr. Es war zwar jetzt nicht so krass perfekt, aber ich habe einfach so viele neue Leute kennengelernt, wie gesagt, die mir so krass wichtig geworden sind. 2023 gehört zu meinen Favoritjahren und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich noch sagen soll, da ich eigentlich schon alles gesagt habe, aber deshalb sage ich einfach mal euch allen ein frohes Jahr und tschüss.